Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Lagerfeuer. Markieren wir uns einfach mal. Kann ja nicht schaden. Haben wir noch was Interessantes? Wahrscheinlich nicht, wa? Außer ein Bären, der mich jetzt hier anfällt. Oh mein Gott. Ach, guck mal. Jetzt sind wir... Ah. Oh Gott, aber wo ist denn der? Wo ist denn da die Träne? Ich meine, jetzt können wir es eigentlich holen, ne? Jetzt sind wir so gesehen eigentlich schon dran. Wahrscheinlich hier irgendwo oben, ne? Unten würde ich jetzt nicht sagen, aber unten, oben wahrscheinlich irgendwo. Ah, hier. Na, dann zeig doch mal, was haben wir denn hier für eine Erinnerung? Eine Erinnerung. Stimmt. Dies ist nicht die Welt, die ich kenne. Ein Zeitalter aus Sagen und Legenden. Eine mythische Zeit. Hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen? Wir sind nicht minder erstaunt darüber, werte Zelda. Doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst, wäre es tatsächlich denkbar. Nanu? Ich habe ihr sofort geglaubt, auch ganz ohne den Mysterienstein, Rauru. Ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft. Und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern. Das stimmt. Doch sag, werte Zelda, du willst zurück in deine eigene Zeit. Und das so schnell wie möglich, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Ja. Die Zeit, aus der ich komme, etwas Schreckliches wird geschehen. Deshalb muss ich schnell zurück. Aber wie nur? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin. Zelda, Liebes, du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren. Komm erstmal mit in unser Schloss, ja? Nein, ich will doch... Wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor. Was ja gewissermaßen auch stimmt. Und frische Kleider kriegst du auch. Oh. Es wird sich schon eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich danke euch von Herzen. Moment. Mineru, sie könnte einen Weg kennen, dich in deine Zeit zurückzubringen. Mineru, sagst du? Ja. Niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie. Genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins. Sie ist meine Schwester.
Ja, haben wir auch die Erinnerung. Ich war das überhaupt? Nee, die war es nicht. Wahrscheinlich vier, ne? Die hier gerade, ja. Na gut. Zum blauen Markierung gehen wir mal. Keine Ahnung, was mit der roten passiert ist. Wie ich die überspringen konnte. Auch schon auf dem Berg, ne? Oh, da haben wir noch was Interessantes. Oh, da hinten auch. Ach nee, das sind, glaube ich, die... Oder? Ah nee, da waren wir. Ich glaube hier. Genau, hier waren wir. Hier ist nämlich noch der Brunnen. Genau. Ja gut, einfach weiter. Oh nee, nicht mehr hier. Krass, bin ich schon einfach fast Pfeile los. Kaum noch Pfeile im Inventar. Das ist gar nicht gut. Brennt da Schönes. Oh. Hey du, hast du mein Signal gesehen? Mein Problem ist, dass mich ein paar Monster entdeckt haben. Sie sind hinter den Vorräten her, die ich transportiere. Man hat sie uns am Stall des Schneelands geschenkt. Monster wie die wären normalerweise kein Problem. Aber diesmal sind es so viele, deswegen habe ich dieses Signalfeuer entzündet. Ich weiß zu schätzen, dass du gekommen bist, aber ich glaube nicht, dass du die Monster am Himmel erreichen kannst. Hoffentlich sieht jemand aus meinem Volk das Feuer. Quatsch, krieg ich da easy weg, weg mal. Hier, zeig dir mal, wie es geht. So, das eine weg. So. Noch einer? Ja, da. So, fertig. Glaub ich, dass du ganz allein mit diesen Monstern fertig geworden bist. Du bist wirklich gut. Ja, jetzt kann ich die Vorräte ins Dorf bringen. Ich schleppe nicht so viel mit mir rum, deshalb kann ich dir zum Dank leider nur das hier anbieten. Money? Du musst die Vorräte ins Dorf schaffen, bevor noch mehr Monster auftauchen. Vielen Dank nochmal. Hätten wir die Sidequest auch. Oh, da hinten ist auch wieder. Ah ne, das ist glaube ich eher so ein... So ein Monsterbau. Aber ich glaube, den habe ich bewusst markiert. Aber ich glaube, da erkunden wollte. Tja, gut. Ne? Wo geht man da jetzt am besten ins nächste hin? Und das ist halt so das Problem, was ich schon mal angesprochen habe. Dass ich jetzt natürlich nicht weiß, wo war jetzt die Grenze von dem Dorf, Dorf Dorni, also dem Gebiet hier, und der hier jetzt. Weil jetzt habe ich hier so zwei Riesen... wir eins zusammengemixt und ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich den Anfang hatten. Ist halt immer so ein bisschen doof, ne? Weil, naja, jetzt sucht man sich wieder so ein bisschen blöd. Guck mal kurz, was ich hier so ein bisschen markiere. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was ich hier markiere, aber naja. Ein paar Spots, einfach random. Dann passt das hoffentlich schon. Dann passt das hoffentlich. Immer schon auf den Gipfeln schauen. Weil da könnte potenziell mal ein Stein mit dem Krog sein.
Außerdem hat man da immer eine gute Möglichkeit, von da aus einfach weiterfliegen zu können. Ah, ich höre schon was. Haben wir schon, ne? Ach nee, aber nicht. Krass. Oh Gott. Schießt ja wie eine Gurke. Oh Gott. Ist ja grauenvoll hier. Oh Gott. Was ist denn los? Hallo? Jetzt. Der fühlt 10 Pfeile verschossen. Ja, da fliegen sie noch alle. Okay, jetzt zur blauen Markierung. Mhm, da scheint ein Monsterbau zu sein. Ups. Oh, schön. Soul-Angriff? Oh Gott. Tu's nicht. Ah, stimmt, so war der. Der Blockangriff. Ignoriert er mich gerade oder was soll das? Nice. Sau schön entwaffnet. Jetzt Sturzangriff. Damn. Der hat kassiert. Kommt eigentlich das einzige rote Gelee her? Ach, wahrscheinlich, weil es ins Feuer gefallen ist, oder? So muss es gewesen sein. So, komm auf den Gipfel mal. Okay, na gut, dann. Wobei, ich überlege, ob wir jetzt erstmal hier lang gehen. Auch wenn hier. Ah, da kann man lassen. Da ist definitiv Krog. Ach, weißt du was. Gehen wir schnell hin. Gehen wir schnell hin und machen das. Passt. Perfekt. Ja, gut, ich meine, der war drin, ne? Hier, was anderes behauptet, der lügt doch einfach. Was ist das gerade? Was ist das für ein. Blaue Licht ist wieder komplett im Weg. Wir wissen, was da leuchtet. Jetzt, doch, da hinten. Ah, ein Ruhm hier, oder? Ja. Da ist also eine Höhle. Ja gut, wir sagen. Ich denke, dass wir hier nicht zu viel skippen. Würde ich sagen, schauen wir uns doch die Höhle an. Wenn wir sie jetzt auf die Schnelle finden, dann reicht's aber für heute. So, dann zeig doch mal, Rumi, wohin? Runter, sagst du, ja? Ich sehe schon. Deine Schandtat. Warum sind hier drei? Hm. Warte mal, kannst du vielleicht. Kannst du ihn vielleicht einfach runterrollen lassen? Der fällt dann quasi ins Wasser und macht mir eine Pfütze dann. Schade. Hallo, so ein bisschen die Hoffnung.
Höhle am Kokopi-Schrein. Am Kokopi-Schneefeld. Okay, da haben wir wieder einen dreisten Schrein. Wo sind die angenehmen Wege? Na, das gucken wir ein bisschen. Oh Gott. Sprünge werden nicht besser. Ist das der Schnee? Ich glaube, ne? Ist der Schneeball, den ich vorhin hatte. So, den markiere ich. Kann ich dann mich hin teleporten. Aber. Weil ich so ein bisschen die Sorge habe, dass mir gleich dann dieses Zeug hier verschwindet. Was echt doof wäre. Oh Gott. Warum machst du das, Link? Warum bist du so? Wir haben nämlich noch andere Spots, die wir hier erkunden können. Einmal hier an der Wand. Nee, Quatsch, warte mal. Ich erzähl Dummheiten. Ich hab das Gefühl, links springt echt, also nicht wirklich weit, ne? Also wenn du ohne Sprinten springst, habe ich das Gefühl, versucht dein. Oh, da ist der Majoi. Sehr geil. Sehr geil. Schon mal Maxi-Trüffel. Oh, komm, Link, jetzt nur noch mit dem Bogen. Nee. Ach. So. Ich bin gespannt, wann wir die ganzen Majoi-Dinger einlösen können. Oh boy. Muss das sein, ja? Und der Vorteil ist, er hinterlässt mir halt eine. Eine angenehme Stelle. Tja, nur. Komm, schau mir mal hier. Wie soll ich da rankommen? Also. Da wurde sie ja keine Platte gemacht, ne? Machen wir es auch so. Kurz und schmerzlos. Schild des Windes. Ach, komm, ernsthaft. Habe ich den letzten Dreck. Ja. Halten wir die Recycle-Ware. So, na dann. So. Ja, siehst du? Was meinte ich? Sind nämlich die ganzen Dinger weg. Na, egal. So, Schrein machen wir noch. Und dann würde ich sagen, reicht es aber auf heute. Ich würde eh nicht so viel machen. Ein bisschen zu tun. Vor allem bin ich
Wie brutal müde. Okay, wir schreien. Nacktes Überleben. Nacktes Überleben Beta. Oh boy. Okay. Schauen wir mal, mit was wir uns hier auseinanderzusetzen haben. Okay, Mechanismen haben wir da hinten. Okay, die kriegen wir so nicht kaputt. Dann brauchen wir einen Stein. Ein Zweihänder. Ah, draußen stirbt schon mehr der Bär. Quengelt schon mehr irgendwo ein Kind rum. Was können wir die Leute mit einer Assault umlegen? Eigentlich habe ich schon Bock, das irgendwie zu versuchen, ne? Sollen wir es mal. Jetzt dreht er sich noch um oder schaut er nur in die Luft? Versuchen wir es mal. Y war der Attentat, ne? So. Hätten wir den? Gott, wie soll ich den denn unter dem Eingang erwischen? Oder kann ich ihn vielleicht durch die Wand? Nee, wobei er kommt nochmal vor. Oder? Kommt er vor? Der hat eine krasse Waffe. Vielleicht glückt uns ja der Überfall. Nice. Stimmt, da hinten haben wir auch nochmal die. Oh, der hat sogar. Ernsthaft. Wer hat mich denn gesehen? Der Penner aus. Na dann komm her. Hä, wo will er hin? Cheatet der jetzt oder was? Alter, einfach durch die Ecke. Ey. So, machen wir den halt so fertig. Ich weiß nicht, ob die anderen mich schon gesehen haben. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Wie komme ich? Ah, okay, ich sehe schon. Oh, Treffer. Nice. Huge. Ach komm, weißt was. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal gut sein, mein Freund. So. Den hätten wir. Haben wir ja ein schönes. Oh, so ein Blitzding. Nice. Das würde ich schon gerne anbringen wollen.
Ob da oben drauf... Ob da oben drauf was ist? Das ja, So, ciao, ich bin gleich wieder da. Ich brauche das nochmal kurz. Wenn da oben drauf nichts ist, ne? Bin ich aber auch, sauer. Kiste kann ich mir schon vorstellen, dass die da drauf ist, aber... Alles andere? Eher weniger. Nichts ist drauf. Nee, cool, klar. Ich brauche auch nichts. Ey. Ich hab einen Headshot kassiert, aber hat's mir irgendwas gebracht? Eher weniger. Was ist das eigentlich da hinten hier? Dieser Mechanismus. Oh, das ist natürlich toll. Aha. Sag mal. Ist hier Duracell oder was? So, wahrscheinlich kannst du hier speichern. Oh Gott. Was passiert, wenn ich... Guck mal, ich muss nur nach vorne stehen. Na gut. Können wir das Ding voll laufen lassen? Hm, eher weniger, ne? Hm. Und jetzt muss er eigentlich voll laufen, ne? Also, genau. Sich entladen. Aua. Nice. Gut, dass er das nicht gesehen hat. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Vielleicht können wir ihn. Oh. Schade, ich halt glaube, ich kann ihn mit einer Surprise Attack abwischen. Leider nicht. So, aber immer mit runtergehauen. Oh, was hat der denn schönes da versteckt? Vor uns geheim gehalten. Ja, so nicht. Die Keule nehme ich mir mit. Kannst aber ihn noch verlassen. Wo ist der Gegner? Surprise Attack. Aua, oh, ich wusste es. Ich wusste es! Dass er mir eine mitgeben musste. Das musste natürlich sein. Dass der mir noch eine mitgibt. Ach, wieder von vorne alles. Ach, cool. Ja, nee, das ist chillig. Ach, das ist ein Dreck, ey. Oh Mann, ey. Der hat noch nichts gemerkt. Easy. So, rennen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch.
Warum war ja auch nichts? So, und hier mal meinen Strom an. Mach mal voll. So, und den komme ich hier auch noch aus. Gibt's nichts. Oh, schön gedodged. Wow. Wo ist jetzt hier noch einer? Irgendeiner ist noch hier. Oh. Okay, na gut. Den letzten dann auch und dann. Ne? Hä? Wo? Ist er ganz oben? Wahrscheinlich, ne? Das heißt. So. Hätten wir das. Easy. Nach dem zweiten Versuch. Scheiße. Ja, wir hatten es fast. Ich wollte es ja unbedingt ganz spannend machen. Eigentlich ist es auch Schwachsinn gewesen. Obwohl, na, ich finde es cool, dass man das halt auch mit den Überfällen machen kann. Aber, naja. War jetzt eher unnötig. Segen haben wir schon wieder. Na gut. Gut, dann schauen wir uns das. Den Verbleib da. Dann beim nächsten Mal an. Potenziell am Donnerstag. Weil morgen ist ja. Machen wir ein bisschen Pikmin. Hoch. Für die Abwechslung. Jetzt sag mal aber nicht, ich komme hier nicht hoch. Ah, vielleicht so. Jetzt so. Schon sagen. Das wäre es ja wieder gewesen. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Jetzt mal schnell scouten. Ach nee, stimmt, die Lila-Stelle haben wir immer noch. Ja, warte mal, dann schauen wir uns noch schnell bei dem Spot hinten im lilanen Bereich an, um. Ja, mal ein bisschen schnell. Fast-Erkundung. Vielleicht ist auf der Fahne was, aber gut. Das ist dann ein Problem für ein anderes Mal. Hm.
Schauen wir mal. Schade. Weg damit. Naja, gut. Ach Gott, hier ist auch noch ein Stein. Schauen wir da nochmal. War ja klar. Schmu. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, das Gebiet hat halt hier nicht so viel zu bieten. Einfach weil es relativ... Naja, es wirkt halt relativ schmal. Aber ich glaube, es täuscht nur. Es ist halt von der Länge einfach ein bisschen... Es ist halt einfach ein bisschen länger. Oh. So, Moment, ich habe den jetzt gerade weggeeatet. Haben wir eine Steinwaffe? Verdammt. Verdammt. Hier waren aber noch Steine im Moment. Das kriegen wir hin, kein Problem. Ja. Reicht mir. So, dann können wir die Waffe da einfach platzieren. Anstatt des Steins. Ups. Das war jetzt nicht der Plan. Der Plan war eher das da. Dann einfach ein bisschen schicker platzieren. Und dann passt das auch. Dann passt das auch. So. Frage ist, markieren wir jetzt nochmal ein paar Stellen, die wir uns das nächste Mal dann anschauen. Ich meine, der Berg sieht ja interessant aus. Da hatten wir vor, glaube ich, nicht drauf. Hier, das hatten wir schon. Ja gut, ich meine, das ist selbsterklärend, ne? Hier ist halt so ein Posten, den wir vielleicht wieder einnehmen müssen. Das sieht aber auch interessant aus hier. Könnte ein Monsterlager sein, könnte aber irgendwas anderes sein. Ja, okay, aber auch allgemein diese ganze Ruinenbereich hier. Also wenn es überhaupt Ruinen darstellen sollen, aber wirkt fast so. Das Stück Insel sieht auch ein bisschen suspekt aus. Ja, also müssen wir mal gucken, wie wir da uns am besten orientieren. Ich muss sagen, weil die Stelle, also das Gebiet ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also es ist ja, hat halt sehr viel Flachland. Was an sich ganz cool ist, weil du halt wahrscheinlich die Erkundung einfach deutlich angenehmer ist. Aber ja, es ist bei weitem. Bei weitem wahrscheinlich anstrengender, von A nach B zu kommen. Das war ein Wanderkrog, den haben wir ja versehentlich die Piste runtergeworfen. Ich war es nicht. Er wollte es so. Er hat es mir gesagt. Ja, würde ich sagen, versuchen wir dann irgendwie nächstes Mal dann irgendwie so ein bisschen rumzugehen. Hier vielleicht so, ne? Dann den ganzen hier, den Bereich hier komplett durchzuforsten. Und dann mal schauen, was wir da alles finden. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!